Hallo Gemeinde, hier spricht euer Blockwart, der mit den 3 Gs. Politisch korrekt. Wir sitzen immer noch hier und probieren hochseriös Wein. Hier im Gaudernheimer Betty Ford Haus. Betty Ford, für die, die es nicht wissen, es gibt eine Suchtklinik weltweit mit Dependancen. Das heißt, die heißt Betty Ford Klinik. Da gehen die Reichen und Schönen hin, wenn sie nicht mehr können, vor lauter Saufen und Drogen. Und ein lieber Freund von mir hat mir irgendwann mal dieses Schild geschenkt. Willkommen im Betty Ford Haus in Gaudernheim. Richtig. Hat das einen tieferen Sinn gehabt? Nein. Okay. Definitiv. Ich wollte es euch nur mal zeigen, liebe Gemeinde. Wir tun es jetzt weg. Wir probieren jetzt 2 Weine. Die habt ihr schon mal in einem Video gesehen vor langer, langer, langer Zeit. Ihr erinnert euch an diesen, an diese Cola-Weinprobe, Cola-Shoppen-Weinprobe. Ah, weißt du noch? Legendär. Schon ein bisschen her. Legendär, aber trotzdem schlimm. Wie lange ist es her? 2, 3 Monate oder sowas? Ja, ungefähr. Danach haben wir euch 2 Flaschen gezeigt, nämlich diese, und die trinken wir heute. Wir können auch in Kultur. Zwei Granden der Weinwelt. Angelo Gaia und Chateau Le Pin. Heißt das Chateau? Nein. Nee, ohne Chateau. Chateau. Nur Le Pin aus dem Pommerwein. Eine Garage. Also Garage, ja. Ein Garagenweingut und einer der Granden der Weinwelt. Also Uldes, kein Chateau, sondern eine Garage. Eine Garage. Ein Garagenchateau. Uldes, du hast den Gaia mitgebracht. Sag uns was dazu. Ja, ist von Gaia der Spers 90. Einer seiner ganz großen Barolo. Da sind wir einfach mal gespannt, wie der sich heute präsentiert. Eine halbe Flasche, wie auch beim Le Pin. Leine. Angelo Gaia, muss man dazu sagen, ist eine der Granden der Weinwelt weltweit. Ein Ruf und Name wie Donnerhall, oder? Kann man so sagen. Das auf jeden Fall. Im Piemont, richtig, ne? Ich kenne mich in Italien nicht aus. Aber ja, aus dem Piemont. Natürlich. Aus dem Piemont. Barbaresco. Ja. Rebsorte, Uldes? Nebbiolo. 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 100% Nebbiolo. Das Nebelchen. 1990 war kein schlechter Jahrgang. Nö, das nicht. Das nicht. Gut, schauen wir mal, was es hier gibt. Hat aber doch einen deutlichen Alterston. Riecht das hoch oxidativ. Das Nebbiolo-Lein, was vielleicht der kleinen Flasche geschuldet ist. Nach dem Akkusativ kommt der Oxidativ. Mein Gott, wunderbar. Ist das jetzt rein hessische Grammatik für Anfänger? In Rheinhessen haben wir keine Grammatik. Ach so, Freund wäre begeistert gewesen. Also rieche du es nicht gut. Aber Geschmäckle? Also das Oxidativ ist im Mund definitiv nicht so, nicht so stark geprägt, noch nicht mal annähernd so ausgeprägt, aber doch leicht. Man merkt es schon. Der hat seinen Zenit überschritten, leider. Schade, dass man eine eigentlich ein Barolo-Fan, aber dieser doch schön präsente Gerbstoff. Gut, wobei da muss man halt auch sehen, okay, es ist eine halbe Flasche, ne? Ja. Schade drum. Er war mal so. Der war mal dann so, war mal so jetzt und jetzt so. Sind wir eher. Ich bräuchte noch so einen Daumen. Ja, das geht gar nicht mehr. Ich brauche einen Daumen. Das geht leider 2. Gar nicht mehr. Nein, er zeigt ihn nach oben. Ja, ist schade. Also natürlich, klar, ist eine halbe Flasche. Fertig. Liebe Gemeinde, da ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber eigentlich, ganz ehrlich, sollte man von einem Produzenten dieser Kategorie bei einem Wein dieser Preisklasse erwarten, dass er auch in der halben Flasche noch irgendwie. Und, ne? So. Und das ist. Dürfte man durchaus scheiße erwarten, aber. Wie dem auch sei. Schade. Ist schade, ja. Gut, wir brauchen mal einen Schluck Wasser zwischendurch. Das gute Fachingen, wo ist es denn? Hinter dir, Uldes. Bring mal bitte die Schüttkaraffe mit. Die Schüttkaraffe? Für die Überschüsse. Was eine Schande. Wir gießen Barolo Spers in eine Ausgießkaraffe. Sorry, geht aber gar nicht. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Zu der Ausgießkaraffe hat man übrigens in der Pfalz einfach Spucknapf. Ja. Ich bin schon 20 Jahre aus der Pfalz raus. Ich habe diese einfachen Weine vergessen. Wir sagen, das Ausschüttgefäß. Soll ich es auf dem Tisch stehen lassen oder soll ich es runterstehen? Okay. Ist das Schleichwerbung? Die Schleichwerbung. Ich liebe übrigens, so, liebe Freunde der Nacht, das ist das beste Wasser, was es gibt auf der Welt. Für säurehaltige sowohl in Medium als auch in Still.
Immer wieder gut. Immer wieder gut. Also, wenn das von staatlich Fachingen, wir kennen es ja gut. Top. Gut. Jetzt haben wir hier einen absoluten Kultwein, einen sogenannten Blue Chip, Le Pin aus dem Pomerol. Gab es mal vor vielen Jahren eine Riesenverkostung. Damals gab es die Zeitschrift Alles über Wein noch. Stimmt. Schon lange her. Herr Woschek aus Mainz. Richtig. Mainz. Da wurde verkostet Château Petrus, eines der größten Weingüter dieser Welt, gegen Le Pin. Und ich glaube, das ging irgendwie 17-5 oder so ähnlich. Oder 18-12 für Le Pin aus. Für Le Pin gibt es einen großen, da gibt es so einen Sammler hier in Deutschland, der Le Pin quasi hier in Deutschland auch bekannt gemacht hat. Das ist der Armin Diehl. Armin Diehl war mal der Chefredakteur und Herausgeber von Gourmillot. Das hat sich die Tage erledigt. Also vor einiger Zeit hat sich das erledigt. Vor einiger Zeit. De facto neulich. Ist ja schon länger her. De facto neulich. Wir drehen ja hier schon monatelang Videos. Jesus, Knall. Schneiden, schon lang her. Schon lange Früher her. War der Armin Diehl der Chefredakteur. Genau. Okay, und Armin ist großer Sammler und Marketingdirektor von Le Pin hier in Deutschland. Das Zeug kostet ein Vermögen. Es ist unvorstellbar, was dieser Wein an Geld kostet. Du kriegst ihn eigentlich auch gar nicht. Also es ist nicht so, dass du sagst, ich kaufe jetzt mal Kiste Le Pin oder so. Mhm. So wie jetzt da, ich kaufe mal Kiste 2 beim Wetz oder sonst wo. Das geht nicht. Ja. Okay. Aber gut, hin und wieder bekommt man ihn. Wir haben eine Flasche. Der Wein ist aus dem Jahrgang 1992. Das ist der Geburtsjahrgang meines Sohnes. Einer der schlechtesten Weinjahrgänge der letzten 100 Jahre. Stimmt. Aber wie Jean-Michel Kaas, der frühere Chef von Chateau Lynch-Barsch, mal gesagt hat, ein useful vintage. Was immer er damit gemeint hat, Motz. Was könnte das sein? Ein useful vintage. Ein nützlicher Jahrgang. Das verkauft sich. Das verkauft sich. Also, Freunde der Nacht, wir probieren's. Du hast vorhin gesagt, Le Pin wäre so ein sogenannter Blue Chip. Was versteht man genau darunter? Das ist ein Wein, mit dem man spekuliert. Also der erscheint und Jahre nach seinem Erscheinen ein Vielfaches wert ist. So wie bestimmte Aktien. Also der Begriff, so rum, wenn ich Kriegs kaufe. Ja, der Begriff Blue Chip kommt ja von der Börsen. Ja. Also nicht so wie Telekom-Aktien. Nein, das ist kein Blue Chip. Oder Aktien von der, wie hießen die? Wie heißt die schreckliche Bank der? Okay. Hypo Real Estate. Das ist kein Blue Chip. Nein, nicht mehr. Das war mein Fels in der Brandung. Wie schmeckt euch das? Geht so, ne? Ich sag, das kann man auch ganz ordentlich trinken, aber hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Cabernet von Salima. Mal ganz ehrlich. Hat einen leichten Kork. Es hat Kork. Mhm. Was hat uns das? So, Kinders. Selbst tolle Weine machen nicht immer Spaß. Können sie kosten, was sie wollen. Ne? Koste es, was es wolle, es schmeckt nicht immer gut. Jetzt mal ganz ehrlich. Da hast du zwei der angesagtesten Weine dieser Welt, die einen Arsch voll Geld kosten. Gehst mit einer der ist wegoxidiert und der hat Kork. Was nun? Der Tag ist gelaufen quasi, ne? Viel mehr gibt's nicht zu sagen. Nee. Fertig. Unglaublich. Unglaublich. Das ist böse. Der Gaia oxidiert und der Le Pin Kork. Eine Flasche Wein, die fast 1000 Euro kostet. Das ist so böse. Das tut richtig weh. Warum? Da bin ich aber. Wie heißt das? Greichtaler.